Ja, ich möchte heute mit Ihnen über das Thema Digitalisierung und darüber reden, was mit Schulen und Programmieren so alles los ist. Sie haben in der letzten Zeit bestimmt mitbekommen, es werden die Forderungen immer laut, auch im Rahmen der neuen Regierungsbildung, Digitalisierung in der Schule, alle sollen programmieren lernen. Ob ich das überhaupt will, dass Schüler und Kinder das Programmieren lernen, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Was ich mir viel mehr wünsche, ist, dass die Kinder lernen zu lernen, dass sie ihre Intelligenz und Kreativität nutzen, dass sie sozial sind, dass sie gesund sind und das, um eines Tages friedlich mit künstlichen Intelligenzen koexistieren zu können. Das ist der Punkt. Unsere Gesellschaft wird sich dahin wandeln. Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. Das Programmieren ist fast weniger wichtig. Es ist ein Mittel zum Zweck. Aber wir müssen uns klar machen, wo die Welt hingeht, zur künstlichen Intelligenz. Programmieren ist eine Technologie wie das Schreibhandwerk. Aber was will ich mit dem Schreiben, mit der handwerklichen Fähigkeit des Schreibens so alles tun? Wenn wir uns mal so anschauen, was mit Digitalisierung in Schulen so gemeint ist, dann heißt es, man hat einen Internetanschluss, man hat ein Programmierfach, das wieder nur eins von 10 oder 11 anderen Fächern ist und damit einen Slot hat, wo man das Programmieren sozusagen abhakt als Fähigkeit und vielleicht noch Smartphones im Unterricht. Der ein oder andere Lehrer, die ein oder andere Lehrerin nutzt das schon sehr geschickt. Aber das scheint so alles der Konsens zu sein, dass es Digitalisierung, dass es natürlich nicht nur darum, dieses Wort natürlich muss ich mal rausstreichen, dass es nicht nur darum geht, die Infrastruktur zu haben, das ist fast selbstverständlich. Wenn es darum geht, dass wir eine ganz andere Fähigkeit haben wollen, dass wir Intelligenz fördern möchten, dass man Intelligenz versteht, intelligent zu sein, dass man intelligent handelt, das funktioniert erstens nicht mit heutigen Unterrichtsformen, genauso auch an der Hochschule wie an der Schule. Und zweitens ist die Nutzung digitaler Technologien in dem Rahmen vollkommen selbstverständlich. Das muss man gar nicht erst erwähnen. Das ist Beisatz. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Warum analysiert man im Deutschunterricht nicht die Wortaufkommen, die Satzstrukturen, die Rhythmik mit Hilfe digitaler Werkzeuge? Man könnte Goethe, die Leiden des jungen Werther, heranziehen, aber auch das ist wieder sehr niedrig gegriffen. Warum analysiert man, untersucht mit den Schülern nicht zusammen 1000 Werke der Literatur? 1000. Dort Satzaufbau, die Rhythmik. Was unterscheidet den Bestseller vom Klassiker? Was unterscheidet den Klassiker von schlechter Literatur? Was ist das? Was macht das? Nehmen wir ein anderes Beispiel. Warum lernen die Schüler im Mathe- und Physikunterricht nicht die Modellierung von natürlichen Phänomenen oder auch anderen Phänomenen und sie abzubilden in Differentialgleichungen und diese Systeme dann im Computer zu simulieren und im Experiment zu verstehen, was der Unterschied zwischen meinem Modell, der Simulation und dem, was ich in der Wirklichkeit beobachte. Warum machen unsere Schüler nicht gleich Quantenphysik? Intelligenz wollen wir fordern, nicht diese Spielzeugprobleme. Wir wollen mit komplexen, mit schwierigen Situationen umzugehen lernen, sie abzubilden lernen. Warum lernen Kinder nicht in 30 Tagen Englisch? Warum quält sich so ein Fach immer über Jahre hinweg und dann geht man mit den Kindern ins Ausland und sie trauen sich kaum den Mund aufzumachen und eine Konversation zu starten? Eine Sprache ist ein Abtauchen in eine Kultur, eine Denkwelt aufzunehmen, um in ihr dann kommunizieren zu können und um darin teilhaben zu können. Digitale Mittel, könnten die das nicht alles dramatisch verändern? Oder nehmen wir Sozialwissenschaft. Warum werden da nicht soziale Netze analysiert, wie zum Beispiel die Ausbreitung von Fake News? Bestimmt machen das schon die ein oder anderen Lehrer. Oder wie ist es mit Fact-Checking? Welche Techniken brauche ich in einer digitalen Welt, um Fakten zu überprüfen? Warum ist eigentlich Sport, Tanz, Kunst, Musik, all das, was den Körper beteiligt und mitschwingen lässt, nicht täglich Teil einer schulischen Auseinandersetzung damit, was für unseren Körper, für unsere Intelligenz wichtig ist, um sich zu erholen, um Teamgeist zu machen? Beherrschung durch Training geht über Sport wunderbar, gesund zu sein. Und das alles so zu pflegen. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum das so ist. Wir alle haben nicht gelernt, in diesen neuen Strukturen zu arbeiten, zu denken, uns zu organisieren.
Wir haben weder die Vorbilder gehabt, noch wurden wir legitimiert, über Bildungswege solche Möglichkeiten auszuschöpfen und zu kreieren. Und genau das muss sich ändern, wenn uns die Zukunft unserer Kinder wichtig geworden ist. Wenn sie uns wichtig ist, sorry. Weil die müssen lernen, mit einer ganz anderen Welt zu arbeiten, in der die künstliche Intelligenz etwas Selbstverständliches ist. Wir müssen mit ihnen gemeinsam suchen, den Lehrern, Hochschullehrer genauso, wir sind kein bisschen besser da im Augenblick aufgestellt. Und mit den Eltern und Politikern müssen wir uns daran wagen, neu zu denken, zu konzeptionieren, neue Formen zu suchen und die bisherigen Schulformen aufzubrechen. Das bedeutet Digitalisierung. Ich habe auch ein Video darüber gemacht, was Digitalisierung sonst noch so alles bedeutet. Es funktioniert, Agilität habe ich da gebracht, es funktioniert nicht in alten Strukturen. Wenn wir uns als Mensch orientieren wollen in dieser Welt der künstlichen Intelligenz, müssen wir auch verstehen lernen, dass unsere Aufgabe in Zukunft eine Gestaltungsaufgabe ist und nicht eine Erfüllungsaufgabe, das Leben einfach nur zu leben, sondern in ihm mitzugestalten. Und wir werden neue Rollen suchen müssen. Wir sind also mit dem Anliegen, einfach Programmieren in die Schulen zu bringen, längst zurück und rückständig. Das ist zu früh und zu spät gleichermaßen. In der Zukunft wird sich alles um künstliche Intelligenz drehen. Und man muss nicht nur selber intelligent sein, man muss auch wissen, was das ist. Man muss auch Intelligenz ausleben können, tun. Man muss sie nutzen lernen, mehr als je zuvor. Die künstliche Intelligenz macht deine Intelligenz nicht überflüssig, sondern sie fordert sie ein. Wer Lust hat, da mit mir darüber zu diskutieren, gerne in den Kommentaren. Ich freue mich. Machen Sie es gut und führen Sie ein intelligentes Leben.